Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen und begrüße Sie zu der heutigen Veranstaltung. Mein Name ist Anne Jung, ich arbeite bei der Frankfurter Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico International in Frankfurt. Zu meiner Linken sitzt Kumanan Rasanathan, er ist Arzt. Er stammt ursprünglich aus Sri Lanka, ist in Neuseeland aufgewachsen und hat in vielen weiteren Ländern Station gemacht, darunter auch für etwa ein halbes Jahr in der Volksrepublik China. Heute ist er als Public Health Advisor bei der WHO in Genf tätig. Und wir beide moderieren heute zusammen das erste Panel und beginnen mit in dem ersten Teil der Veranstaltung mit einer Rückschau auf die Anfänge von Primary Healthcare. Eine Reise, mit der wir uns begeben in die Gründungszeit der Volksrepublik China. Unter anderem wird es um die Barfuß-Zahnärzte-Bewegung der 1970er Jahre gehen, als einer der erfolgreichsten sozialistischen Projekte überhaupt. Und dann werden wir uns noch mit Nicaragua beschäftigen, wo in den 1980er Jahren es in vielen Regionen des Landes gelang, eine komplette Primary Healthcare Pyramide aufzubauen. Bevor wir jedoch mit den beiden Länderbeispielen beginnen, wird Thomas Seibert, mein Kollege hier ganz rechts von mir, damit beginnen, das Konzept von Primary Healthcare in seinem historischen Kontext zu beleuchten. Und wenn er damit fertig ist, stellen wir ihn noch die beiden weiteren Referenten des heutigen Tages vor. Der heutige und der morgige Tag werden im Zeichen dreier Jahrestage stehen, die erst im nächsten Jahr zu feiern sind. Der erste ist der 30. Jahrestag der Konferenz und der Erklärung von Alma-Ata, mit der sich die Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation zur Primary Healthcare, zur Basisgesundheitsversorgung bekannten. Der zweite Jahrestag wird unser eigener sein, der 40. Jahrestag von Medico International. Beide Tage gehören schon deshalb zusammen, weil Medico selbst in der Tradition der Primary Healthcare steht. In dieser Tradition und in dem, was aus ihr werden kann, ist Gesundheit nicht mehr nur eine medizinische Frage, sondern eine Frage der Menschenrechte und der globalen sozialen Rechte, also eine Frage der Gerechtigkeit, der Gleichheit und der Partizipation, der Teilhabe am Zugang zu Gesundheit. Gesundheit ist also die Frage einer Politik der Gerechtigkeit, der Gleichheit und der Teilhabe. Von der Gerechtigkeit ist zu sagen, dass sie immer und ausnahmslos allen gilt und zugleich in jedem besonderen Fall Gerechtigkeit sein muss. Von der Gleichheit ist zu sagen, dass sie nicht die Zwangsform der Gleichmachung meint, sondern die Gleichheit im Zugang zu den Ressourcen des Lebens und Überlebens, für uns also noch einmal die Gleichheit im Zugang zu Gesundheit. Und von der Teilhabe ist zu sagen, dass sie nicht die Zwangsform des Mitmachen-Müssens meint, sondern das Recht, gehört zu werden und mitentscheiden zu können. Das führt mich auf den dritten Jahrestag, den wir heute im Übergang zum Jahr 2008 vorwegnehmen, den 40. Jahrestag diesmal eines ganzen Jahres 1968. Die Verbindung zu Medico ist da schnell hergestellt. Medico wurde 1968 gegründet, ist selbst eine Erfindung dieses ganz besonderen Jahres und ist dem Ereignis dieses Jahres, das darf ich auch mit Stolz sagen, noch heute verbunden. Selbstverständlich schließt diese Verbundenheit, diese Verpflichtung auf das Jahr 1968 Brüche und Verwerfungen ein, sie schloss auch Krisen ein und sie wird sich noch weiteren Krisen auszusetzen haben. Doch haben diese Brüche, Verwerfungen und Krisen stets die Verpflichtung auf den Geist des Jahres 1968 bestätigt. Konkretisieren lässt sich dies in unserem Selbstverständnis. Wir verstehen unsere Arbeit als eine sozialmedizinisch-humanitäre Arbeit. Wir unternehmen sie aber zugleich als politische Arbeit, genauer als eine Politik der Gerechtigkeit, der Gleichheit und der Teilhabe derer, für die sie und mit denen sie unternommen wird. Kommen wir auf Alma-Ata zurück. Die Verbindung jetzt wiederum zwischen der Erklärung von Alma-Ata 1978
und dem Jahr 1968 lässt sich im Durchgang durch das Jahrzehnt zwischen diesen beiden Jahren belegen und in der Erinnerung an die Jahrzehnte, die ihm vorausliegen. Natürlich kann ich das hier nur durch die Nennung der Prozesse und Ereignisse zu tun, ohne die es gar nicht erst zur Konferenz von Alma-Ata gekommen wäre, einem Ort, der damals noch auf dem Territorium der Sowjetunion lag. Zu nennen ist dabei zuerst prägend für die ganze Epoche die Blockkonfrontation West-Ost. Unter dem Druck der Systemkonkurrenz wurde eine Vielzahl von Kompromissen möglich zwischen den Notwendigkeiten der Kapitalverwertung und der Herrschaftssicherung einerseits und den Gerechtigkeits-, Gleichheits- und Partizipationsansprüchen der Leute andererseits, auch und gerade auf dem Feld der Gesundheit. Zu nennen ist zugleich eingebettet in die Blockkonfrontation der Prozess der Dekolonisierung, in dessen Verlauf nach 1943 120 ehemalige Kolonien unabhängig oder in der Folge revolutionärer Umbrüche zu jedenfalls dem Namen nach sozialistischen Staaten wurden. Für unseren besonderen Zusammenhang und die Diskussion der nächsten zwei Tage sind daher vorzuheben 1949 die Proklamation der Volksrepublik China, 1971 die Proklamation der Volksrepublik Bangladesch und 1979, ein Jahr nach der Konferenz von Alma-Ata, der Sieg der sandinistischen Revolution in Nicaragua. Zu nennen ist schließlich und drittens, und auch davon werden wir heute noch mehr hören, das Jahr 1968 selbst, in dem die damals jüngeren Generationen in Europa, in Japan und den USA eine Verbindung herstellten zwischen den Gerechtigkeits-, Gleichheits- und Teilhabeansprüchen der Leute in Asien, Afrika und Lateinamerika und ihren eigenen Gerechtigkeits-, Gleichheits- und Teilhabeansprüchen. Von heute aus gesehen blieb diese Verbindung während der nächsten 10 Jahre hochgradig virulent. Die 10 Jahre nämlich, die vom Jahr 1968 auf das Jahr 1978 führen, in dem die Konferenz von Alma-Ata stattfand. In deren Abschlusserklärung heißt es gleich zu Beginn, Paragraph 1, Gesundheit, ein Zustand vollständigen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, ist ein fundamentales Menschenrecht. Das Erreichen des höchstmöglichen Niveaus von Gesundheit ist eines der wichtigsten sozialen Ziele weltweit, dessen Realisierung den Einsatz von vielen anderen sozialen und wirtschaftlichen Sektoren und nicht allein des Gesundheitswesens erfordert. Lassen Sie mich jetzt eine Geschichte erzählen, in der sich verdichtet, wie sich der hier von mir ja nur mit Jahreszahlen markierte historische Prozess in der medizinischen Erfahrung und in der Erfahrung von Medizinern niederschlug. Diese Geschichte ist nachzulesen in dem Buch Health for the People, Gesundheit für die Leute, herausgegeben von der Weltgesundheitsorganisation im Jahr 1975, 3 Jahre vor der Konferenz von Alma-Ata. Die Geschichte spielt in Guatemala, einem Land, in dem keinesfalls zufällig auch Medico schon seit langen Jahren aktiv ist, in einem Land, in dem zwischen 1960 und 1996 ein Bürgerkrieg tobte, an dessen Stelle noch heute kein wirklicher Friede getreten ist. Erzählt wird diese Geschichte von dem Arzt Carol Bearhorst, einem Amerikaner, der 1959 nach Guatemala ging, dem Jahr übrigens, in dem die Revolution in Kuba zum Sturz des Diktators Batista führte. Der Arzt tat das mit dem schlichten, einfachen und selbstverständlichen Vorsatz, mit ärztlichen Mitteln und durch die Vergabe von Medikamenten kranke Menschen zu heilen. Punkt. Die Erfahrung, die der junge Arzt damals dann aber machen musste, besser gesagt machen konnte, ist die folgende. Die durch seine Kunst und seine Medikamente von ihrer Krankheit befreiten Menschen, Leute aus der bitteren ländlichen Armut Guatemalas, kamen immer wieder und in nur kurzem Abstand zu ihm zurück, von denselben oder anderen Krankheiten befallen. Bald schon erschien ihm seine Arbeit
So schreibt er wörtlich, ebenso sinnlos wie der Versuch, mit einem Teelöffel den Atlantischen Ozean leeren zu wollen. Einer der Patienten, der nach erfolgreicher Heilung erneut erkrankte und zu ihm zurückkehrte, war der 5-jährige Jorge aus dem Dorf San Jacinto in den Bergen nahe der Stadt Chimaltenango. Er hatte zugeschwollene Augen und geschwollene Füße, seine Haut war von roten Flecken gezeichnet. Da er nicht der einzige Junge aus diesem Dorf war, der solche Symptome aufwies, reiste Carol Bearhost nach San Jacinto. Er schreibt, fast jedes Kind, das wir dort sahen, war unterernährt, die Jungen wie die Alten litten an Durchfallerkrankungen und husteten. Als wir die strohgedeckten Hütten besuchten, stellten wir fest, dass sich das ganze Dorf ausschließlich von Tortillas und ein wenig Gemüse ernährte. Warum war das so? Die Leute hatten keine Farm, nur ein paar Flecken mit wenig fruchtbarer Erde. Um Einkommen zu erwirtschaften, wanderten sie einmal im Jahr vom kühlen Hochland in die großen Kaffeeplantagen an der Küste, wo sie dann an tropischen Krankheiten und an der Tuberkulose erkrankten. Von den 450 Einwohnern von San Jacinto litten 105 an TBC. Wir verstanden, ich zitiere noch immer, dass Jorge und die anderen jungen Leute von San Jacinto, dass wir sie immer wieder behandeln könnten und dass sie doch erst dann gesund werden würden, wenn es in ihrem Dorf zu drastischen Veränderungen käme. Um es kurz zu machen. Carol Bearhost und seine Kollegen gingen deshalb von kurativer Medizin zu einer integrierten Gemeindearbeit über. Sie initiierten, wie wir beim Medico sagen würden, ein Projekt. Und dieses Projekt ähnelte in vielem den Projekten, die Medico und seine Partner anderswo organisieren, heute noch wie damals. Sie unterrichteten die Leute von San Jacinto in Fragen der Ernährung und der Hygiene, aber auch in den Methoden des Gemüseanbaus und der Hühnerzucht. Sie verschafften ihnen Kredite, mit denen sie sich etwas Land zukaufen und eine kleine Geflügelfarm sowie eine Weberei einrichten konnten. Sie eröffneten ein kleines lokales Gesundheitszentrum. Mit diesen und anderen Maßnahmen gelang es ihnen, die Lebensverhältnisse und damit die Gesundheitssituation in San Jacinto maßgeblich zu verbessern. Jorge, so schreibt Carol Bearhost 1975, ist heute ein gesunder junger Mann. Wirklich zufrieden aber waren die Ärzte nicht. Denn verbessert hatten sie mit all dem nur eben die Gesundheitssituation des Dorfes San Jacinto. Und selbst dort hing das Schicksal der Leute an den Kleinkrediten, die sie ihnen verschafften. Für eine wirkliche Verbesserung der Lage aber wäre es nötig, und ich sage das jetzt mit einer leicht veränderten Losung des Jahres 1968, 2, 3, viele San Jacinto zu schaffen. Dies aber ist auch von noch so engagierten Medizinern allein nicht zu schaffen, sondern ist eine Sache von sozialen Kämpfen und sozialer Bewegung. Carol Bearhost schreibt, Gesundheit hat viele Facetten, ökonomische, politische und soziale. Für die Erkenntnis und die Heilung der menschlichen Krankheiten müssen alle diese Facetten in Rechnung gestellt werden. Eine angemessene Behandlung muss sich auf die Bekämpfung der Ursachen und nicht bloß auf die Linderung akuter Schmerzen verpflichten. Ich zitiere weiter. Bevor die 2000 Millionen armer Bauern dieser Welt gesund werden können, müssen die folgenden Probleme angegangen werden. Unsere Auflistung deckt sich mit den Erfahrungen und den Gefühlen der Leute, für die wir arbeiten. Erstens, soziale und ökonomische Ungerechtigkeit. Zweitens, Landbesitz. Drittens, landwirtschaftliche Produktion und Vermarktung der Produkte. Viertens, Geburtenkontrolle. Fünftens, Unterernährung. Sechstens, Gesundheitstraining. Siebtens, und letztens, kurative Medizin. Wie man sieht, das, was Carol Bearhost anfangs, als er von den USA nach Guatemala ging, für das Wichtigste hielt, die kurative Medizin, bildet in der Liste der Prioritäten, der Herr greift ein, ich fange, mach trotzdem weiter, ja.
Also das, was Carol Bearhorst anfangs, als er von den USA nach Guatemala ging, für das Wichtigste hielt, die kurative Medizin, bildet in der Liste der Prioritäten jetzt nur noch den letzten Punkt. Carol Bearhorst selbst übernahm in den folgenden Jahren die politische Verantwortung für eine ganze Reihe ähnlicher Projekte, nicht nur in San Jacinto, sondern in der ganzen Provinz von Chimaltenango. Dieser Weg war und ist der Weg der Primary Healthcare, deren Einsatz mit dem Begriff der Basisgesundheitsversorgung deshalb auch nur ungenügend gefasst wird. 1978, drei Jahre nach dem Erscheinen des von der Weltgesundheitsorganisation publizierten Buches, aus dem ich eben zitierte, bekannten sich, ich sagte das eingangs, deren Mitgliedstaaten zur Primary Healthcare und ihren drei Basisforderungen. Erstens, Primärprävention durch die Verbesserung sozioökonomischer Bedingungen, Beseitigung von Armut und verhinderter Entwicklung, gerechte Verteilung und gerechter Zugang zu den Ressourcen, Verbesserung bzw. Sicherung von Ernährung, Wasser, sanitäre Einrichtungen, Wohnung, Bildung, Einkommen und schließlich Bewusstmachung der jeweils vorherrschenden Gesundheitsprobleme und ihrer Verhütung. Zweitens, Teilhabe der Leute, Partizipation, Entmonopolisierung des medizinischen Wissens und Nutzung der vor Ort vorhandenen Ressourcen. Drittens, Umstrukturierung des Gesundheitswesens von der Spitze zur Basis. Versorgung der Mehrheit der Leute durch Gesundheitsarbeiter und Gesundheitsposten vor Ort, die die wichtigsten, häufigsten Krankheiten und Probleme erkennen und behandeln können. Integration von Gesundheitsförderung, Beratung, Präventionsprogrammen und kurativer Medizin. Ergänzung durch Distrikt- und zuletzt Zentralkrankenhäuser für seltenere und schwierigere Erkrankungen, Förderung eines rationalen Einsatzes von Arzneimitteln. Die Konferenz von Alma Ata wollte ihr ehrgeiziges Ziel, Gesundheit für alle, Health for All, im Jahr 2000 erreicht haben. Wir hier und heute wissen, dass es dazu nicht gekommen ist, aus vielerlei Gründen. Deren mächtigster ist allerdings, und damit sind wir beim letzten Begriff, der unsere Debatten leiten wird, die kapitalistische Globalisierung. Tatsächlich kann der Durchbruch des Globalisierungsprozesses und der neoliberalen Ideologie ebenfalls auf das Jahr 1978 datiert werden. Die Konferenz von Alma Ata markiert, so gesehen, eine historische Wende und ist selbst ein letzter Ausdruck der dem Jahr 1968 verbundenen Befreiungsbewegungen und Befreiungsanstrengungen. Es liegt an uns, aus dem Geist dieser Konferenz wieder den Geist eines Anfangs zu machen. Damn. Wir tun dies hier und heute in vier Zügen. Zuerst und jetzt mit einem Blick zurück auf die Geschichte der Primary Healthcare und auf das, was aus dieser Geschichte wurde. Wir werden dabei gleich im Anschluss zwei prominenten Beispielen nachgehen, dem der Volksrepublik China und dem des sandinistischen Nicaragua. Dann im Rückgang auf die persönliche Erfahrung von Beteiligten, die uns, wie sollte das anders sein, in das Jahr 1968 zurückführt. Wir werden dabei Geschichten hören heute Mittag, die der des Carol Bearhorst ähneln, und wir werden hören, dass sie noch immer aktuell sind. Schließlich und drittens mit einem Blick auf die Herausforderungen, die der Primary Healthcare heute und morgen gestellt sind. Und zuletzt morgen mit einer breiten Debatte hier im Plenum in vier Gruppen, die parallel denselben Fragen nachgehen werden. Fragen, auf die unsere Referenten hier dann ihre Antworten geben werden zur fortgesetzten Diskussion und im Blick auf das, was wir gemeinsam tun können. Herzlichen Dank. Guten Morgen. Unfortunately, my German is non-existent, so I hope you'll indulge me as I speak in English, which has quite a lot to do with that globalist capitalism that Thomas was talking about. Our next speaker is Professor Xiaoguang Wang from the Chinese University of Hong Kong. He has a chair and is professor of political science, and he has published widely on political economy, including the political economy of health.
Professor Wang has also teaches at Tsinghua University in Beijing. And prior to his current appointment, Professor Wang was had a post as professor at Yale University in the United States. He has contributed to and published more than 20 books and countless papers. And Professor Wang is going to speak to us today on the politics of health in China, looking at the three periods before reform, after reform, and the current situation. So I invite Professor Wang to tell us about a subject I'm sure we're all very interested in, the politics of health in China. Thank you. Thank you very much. It's a pleasure to have opportunity to speak to you. First of all, I have to say I know a great deal about China. I know a little bit about China's healthcare. I know absolutely nothing about medical science. I'm political science by training. Today, I want to use the case of China to illustrate the economic modernization and the modernization of medical science per se may not be able to help to improve the health situation in China, probably elsewhere. Today, my talk is going to be divided into the three periods. One is before economic reform, basically under Mao Zedong from 1949 to 1979. And then I will talk about what happened in China in the 1980s and the 1990s. And finally, I will just touch upon about the recent development, especially in the last 5 years. First, under Chairman Mao, when China was liberated in 1949, the situation was extremely bad after decades of the war, civil war, foreign invasion. Health situation is devastating. The infant mortality rate was estimated about 250 per thousand, and the life expectancy was just around 35 years old. So that's the situation when PRC was founded in 1949. And soon after the country was liberated, the government issued a kind of a full basic guideline for organization of healthcare. Number one, medicine should serve the workers, peasants, and soldiers, mostly the common people rather than social economic elites. And preventive medicine should take precedency over another type of care. The traditional Chinese medicine should be integrated with the Western scientific medicine, and the number four, health work should be combined with the mass movement. So that's in the guideline, which have been used for almost three decades after the liberation. In that period, the healthcare system, basically two healthcare systems, one for urban China, another one for rural China. This gives you an idea about how urban healthcare was operated. There's a central budget, and basically this system was financed by the government budget, the central budget and the local budget. In between the relationship, it was a so-called self-budget constraint. In other words, if local government is short of money, they should expect money pumped in from Beijing. And there are two types of health insurance, one for government agency, employee of government agencies, another for enterprises. So either way, it works more or less the same. In other words, employees and their family members get more or less the free health care for whatever problem. Therefore, before economic reform, even though the quality of service was not very high, but people have no trouble of paying. They don't have to pay, actually. It's essentially free for urban residents. In Chinese countryside, the system is a little different. There are four key components.
Number one is a so-called cooperative medicine. That is a kind of a community-based financing scheme. In other words, the people's commune, brigade, and the production team basically bear the cost of this medicine the service. Second is a so-called barefoot doctor, the 赤脚医生. That's mostly the people who get the training for 3 months or half a year, providing the basic care for the local community members. The third component is the no-tech. In other words, during the period, and the Chinese traditional medicine was used extensively because of its low cost. So this is a way to reduce the cost of medical services. So those, all of the three components, the purpose of those is to ensure the people's basic care needs can be met. Those are the photos taken during the 1960s and the 70s. Recently, China's central TV station have a program reviewing the history. People now begin to remember the virtual of the old system now. This guy is the new Minister of Health, China, Dr. Chen Zhu, 35 years ago when he was young, when he was an educated youth sent to the countryside, he was the barefoot doctor. So he, from a barefoot doctor, now become Minister of Health now. And then the fourth component of health, rural health care, is the government increase its allocation of medical resources from city to the countryside. This table gives you an idea about the distribution of hospital beds. You can see in 1949, nearly more than 70% of hospital beds was in the city, and by the time of 1980, the time of Mao's death, that proportion down to 40%. Situation changed after economic reform. Also, in terms of the medical professionals, you can see the number of people working in the countryside increase in the 1960s and 70s. And so at that time, the people talk about the China model. This system works extremely well, and several health indicators shows enormous improvement. So at that time, China was able to achieve the good health at a low cost. So PRC model served as an inspiration for WHO's primary healthcare initiative in 1978. And this is just one indicator of how the system works. You can see the life expectancy increase from about 35 years old all the way to about 68 years old in the eve of economic reform. And afterward, after economic reform, you see that the improvement was very, very marginal. So that's in the first period. The second period in the 1980s and 1990s, many of you probably know China began to embark its economic reform in 1978-79. And ironically, China's economy grew at 9.7% a year in the last almost 30 years. The economic growth record was absolutely amazing. The people's living standard also improved. A lot of resources have been put into the health care. The problem is the health indicator didn't show much improvement. This gives you an idea the health expenditure has increased. As you can see, in 1978, China spent about 3.5% of GDP on health care. By 2002, it's already increased to 5.5. It's about the world average. So the expenditure has increased. But in terms of infant mortality rate, as well as the life expectancy, you can see there's hardly any major improvement. Life expectancy improved from 68 to 71, 72, only a couple years. The
The infant mortality rate in 2000 is hardly lower than the level of 1981. Even compared to the country which start with the more better health indicator in 1980, you can see from 1980 to 1999, China's improvement was not remarkable at all compared to many countries in Asian Pacific. So why this happened? I think there are two key variables. One was the state simply was not capable of finance the healthcare. China began a massive physical decentralization after China began its economic reform. So the government revenue declined substantially from around 31% of GDP all the way down to about 10% of GDP from to about 1995-1996. Out of 10% of GDP, central government can only control about 4-5% of GDP. So 1.5% go to national defense, 1.5% go to the civil servant. There's not much money left for anything else, not to mention the healthcare. So government was so poor, therefore it's not capable of finance the healthcare. The second is the government become unwilling to bear the cost of healthcare. Now China, ironically, it started with the so-called China model, but soon after 1978, China abandoned that kind of model. Somehow Chinese leader believe if the economic pie grow bigger, everyone's welfare will be improved and healthcare will be this health issue will be taken care automatically some reason. So the government was unwilling to spend on health. This is indicated by this figure. You can see in 1965, the people's out-of-pocket payment for overall health expenditure only accounted for 15%. By middle of 1980, it's 26%. However, in the early years of 21st century, it's increased to 62%. It's among the highest in almost whole world. So you can see the public only account for less than 40%. The private have to bear more than two-thirds. And this is a reflect on the government expenditure in a public hospital. Even though today, 90% of health service is still provided by the so-called public hospital, but those hospitals operate more or less like a private one because the public allocation only account for less than 10% of their overall operational budget. So they have to make profit out of a service. And as a result, in urban China, the people without any type of insurance increase. Even in 1993, only 27% of people didn't have any health insurance. By 2003, already about half of the urban population didn't have any health insurance. This is a very different from a situation before economic reform when almost everyone had some kind of health insurance. In rural China, after the collapse of the People's Commune, the famous cooperative health insurance in rural China bankrupt altogether. So by 2004, only 9.5% of the rural population was covered by some kind of a health insurance. So that's the situation. In the recent years, we have seen some encouraging signs. Number one, the government began to re-engage in health care. You can see the out-of-pocket payment, the proportion of out-of-pocket payment reduced from 62% in 2001 down to 52% in 2005. So
I'm pretty sure in the next 5 years or so, this proportion will down to 40% or even lower, because the government have made pledge to commit more money to health care. And in urban China, the health care coverage for employee has improved quite a bit in recent years, especially for the retirees. As you can see, 80% of retirees have health care. The active employee, the proportion is lower. And in the future, I think it's going to be increased. Recently, Chinese government invite 9 organizations submit the proposal for major healthcare reform package, including 3 international organizations, WHO, World Bank, and I think probably IMF, and then the 6 domestic groups. And 16 ministries now are engaging serious negotiation about the overall healthcare plan. Sometime later this year or early next year, government is going to release a comprehensive healthcare plan. They made a pledge to provide the basic care for everyone in China, rural and urban, by 2020. I think it's likely to achieve this goal probably earlier than later. And you can see this is already improvement. As I said, in 2004, only 9.5% of rural population was covered. By the end of the first half of this year, the proportion already increased to 83%. It's likely to increase to 90% or higher by end of this year. And the conclusion, I think the contrast between the pre-reform and post-reform period shows that government's willingness and ability to shoulder the responsibility of primary health care for all matter. So if either is lacking, then there's a huge problem. Also, the contrast between the two periods ironically make us optimistic about the prospects of restoring some kind of affordable and equitable healthcare system in China. Today, I think the government's willingness and ability has both improved, but still there's a big room for improvement on both fronts in the future. So that's my presentation. Thanks. Ja, vielen Dank, Herr Wang, für diesen schnellen Ritt durch die chinesische Geschichte im Gesundheitssystem. Ich denke, dass es sinnvoll sein kann, beide Länder einfach nochmal im Vergleich zu diskutieren im Anschluss. Deswegen möchten wir an der Stelle noch keine Nachfragen zulassen. Heben Sie sie sich auf für die Zeit nach dem letzten Beitrag. Und wir begeben uns jetzt in ein Land, das sich nicht nur mit Blick auf die Größe und die Einwohnerzahl doch sehr deutlich von der Volksrepublik China unterscheidet. Wir werden dann später auch über die unterschiedlichen Rahmen und Ausgangsbedingungen für Primary Healthcare in diesen beiden so unterschiedlichen Ländern sprechen. Ich freue mich sehr, dass Walter Schütz heute hier ist. Walter arbeitet seit 25 Jahren schon in Nicaragua. Er war beim Aufbau einer dezentralen Gesundheitsinfrastruktur zur Unterstützung der sandinistischen Regierung beteiligt und kämpft, wie er in einem kürzlich veröffentlichten Interview sagte, auch heute noch in Zeiten eines neoliberal organisierten Gesundheitswesens für eine den Menschen zugewandte, selbstbestimmte Form der Entwicklung. Ich übergebe jetzt das Wort an dich. Ja, so ist das eben. Nicaragua ist im Vergleich zu China wirklich ein Ländle und nicht mehr. Aber trotzdem, es hat Aufsehen erregt. Thomas Seibert hat es schon also gesagt, ein Jahr vor der sandinistischen Insurrektion, also vor dem Sieg der Revolution in Nicaragua, wurde nach jahrelangen Sitzungen, Konferenzen, Tagungen die Alma-Ata-Deklaration verabschiedet. Die 3 wichtigsten Stichworte: Gerechtigkeit, also gleicher Zugang für alle zu den Ressourcen der Gesundheit, Gleichheit,
Beteiligung der Betroffenen an der Planung, Durchführung und Kontrolle von Gesundheitspolitik. Gesundheit bekommt damit eine völlig andere, völlig neue Dimension. Gesundheit hat für mich damals und heute noch Gesundheitspolitik den Charakter von Befreiungspolitik. Ich könnte jetzt also hier schnell noch philosophisch einsteigen und sagen, für mich gibt es einen Widerspruch, dass es in Nicaragua es damals ein Gesundheitsministerium gab. Denn entweder ist das eine gesellschaftlich integrierte, transzendentale Arbeit, da brauche ich kein extra Ministerium dafür, da müssen alle mitmachen. Aber es gab es halt und gibt es immer noch. Gut, aber wie gesagt, ich gehe so konsequent, so weit sage, man bräuchte eigentlich kein Gesundheitsministerium, erst recht kein Minister, wenn man konsequent Alma Ata zu Ende denkt. 19. Juli 1979, die Befreiungsbewegung, die Sandinistische, kommt an die Macht und wird vor allem beraten von den Leuten aus der Zweigstelle der WHO, der sogenannten OMS-OPS, also lateinamerikanischen Filiale der WHO. Natürlich versucht sie in Nicaragua auch viel Ideen zu borgen aus Kuba. Und als erstes implementiert die Regierung des nationalen Wiederaufbaus ein Gesetz, mit dem ein einheitliches nationales Gesundheitssystem geschaffen wird, das sogenannte SNUS. Und damit soll also durchgesetzt werden das Prinzip Gesundheit als Recht für alle. Und eine der ersten Aktionen war dann gewesen, die Krankenversicherung abzuschaffen. Denn die Logik sagte, die Krankenversicherung garantiert auch nicht nur die Versorgung derer, die bezahlen können. Und das heißt, das ist kein Recht für alle, sondern ist eben dann eine monetaristische Angelegenheit. Und das hat man abgeschafft. Das SNUS wird dann verwoben, das ist das Interessante, mit den anderen sandinistischen Massenorganisationen, wie den Verteidigungskomitees, den Gewerkschaften, den Frauenverbänden, den Jugendorganisationen und so weiter. Wie gesagt, an der Spitze ein Ministerium, aber es gibt Regionalverwaltungen, die für Gesundheitseinrichtungen und die Ausbildung der Gesundheitsarbeiter sorgen. Auf der lokalen Ebene gibt es die ARIA, die Salute, das sind ungefähr 20.000 bis 30.000 Menschen, die da betreut werden. Und das Gesundheitsministerium selbst muss seine Arbeit mit den sogenannten Commissiones Populares Salute, den Volksgesundheitskommissionen, abstimmen, die sich aus gewählten Delegierten wiederum der Massenorganisation zusammensetzen. Ähnliche Einrichtungen gibt es auf regionaler Ebene. Auf der unteren Ebene sind es die Consejos Populares Salute, die Volksgesundheitsräte. Da sind wieder drin dann die Gesundheitsbeauftragten der Gemeinden und der Stadtteile. Diese Verwebung macht deutlich, dass Gesundheit integraler Bestandteil entsprechend den Erklärungen von Alma Ata ist, der gesamten revolutionären gesellschaftlichen Entwicklung. Gesundheit wurde einerseits zum Treibriemen der Revolution von oben, aber schaffte auch von unten eine Dynamik, eine soziale Bewegung, die wiederum Forderungen gegenüber dem Regierungsbereich stellte. Das ist also eine Dialektik, die hin und her geht. Interessant ist das aktuell auch deswegen, weil dieses Lernen, dass man nach diktatorischen, autoritären Regimes Rechte hat, Forderungen stellen kann, dies finden wir heute noch. Das ist geblieben als ein ganz wichtiger Lernprozess, der in den 80er Jahren in Nicaragua stattgefunden hat. Das ganze System wird umstrukturiert, neu konzipiert. Ich werde jetzt ein paar Schlagzahlen dann nennen, die das auch deutlich machen lassen. In den ersten drei Jahren, also zwischen 1981 und 1984, wo die Zahl der Gesundheitsposten, also der kleinsten lokalen Einrichtungen der Gesundheitsinfrastruktur, der Versorgung, mehr als verdoppelt, von 2.000 auf fast 500, von 200 auf fast 500.
Es wurde das Referenzsystem entsprechend dem Alma Ater BAC-Konzept aufgebaut, zentrale Fachkrankenhäuser, Regionalkrankenhäuser, Gesundheitszentren und Gesundheitsposten. Weite Teile des Gesundheitssystems wurden aus der Hauptstadt in den ruralen Bereich verlagert, dezentralisiert, und die Umverteilung der Ressourcen, also des Medizinpersonals, der Gesundheitsarbeiter, wurde ganz gewaltig im ländlichen Raum verbessert. 1981 bearbeiten bereits fast ein Drittel aller Gesundheitsarbeiter im Bereich der Attention Primaria in Insalud, also der, wie man hier sagt, PHC-Projekte. Vorher waren das nur ungefähr 10%. Die Zahl der ambulanten Konsultationen hat sich verdreifacht, die durchgeführten Impfungen vervierfacht, Kinderlähmung und Diphtherie traten bereits 1984 nicht mehr auf. Also nach 4 Jahren revolutionären Prozess sehen wir diese Krankheiten nicht mehr in Nicaragua. Keuchhusten und Masern gingen von 90 bzw. 128 Fällen pro 100.000 Einwohner auf 2 bis 5 Fälle wieder auf 100.000 Einwohner zurück. Wie gesagt, die Zahl der Konsultationen verdreifacht. In den ländlichen Gebieten gibt es in Nicaragua das erste Mal überhaupt Konsultationen. Die gab es vorher nicht, sondern die Landbevölkerung, wenn überhaupt, musste meistens in die Hauptstadt Managua, um sich da irgendwelche Pillen verschreiben zu lassen. Diese Zahlen belegen sehr eindeutig, welche Bedeutung das Gesundheitswesen für die Revolution hat. 1980 gab es in Nicaragua schätzungsweise 1800 Ärztinnen und Ärzte. Bis 1990 haben sich allein in Nicaragua 2700 weitere Medizinakademiker graduiert. Dazu kommen nochmal 1200, die im Ausland ausgebildet worden sind. Kuba, Brasilien, DDR, um nur einige zu nennen, Mexiko. 1700 Ärzte verlassen das Land, ziehen sie aus Altersgründen zurück oder versterben. Und es gibt 1990 ca. 4000 graduierte Mediziner in Nicaragua. Also die Zahl hat sich von 300 auf 4000, von 1800 auf 4000, also vergrößert. Es gab ca. 300 Zahnärzte, 1985 gibt es bereits 1000. Aber die Gesundheitsarbeiter, das kommt mal auf das Essentielle der ganzen Geschichte, die der Bevölkerung am nächsten standen, waren zwei Gruppen, nämlich die Gesundheitsbrigadisten und die empirischen, aber fortgebildeten Hebammen. Erstere wurden in Gemeinden von verschiedenen Volksorganisationen ausgewählt. Die Gemeinden selbst beteiligten sich an der Planung, Durchführung und Kontrolle von verschiedenen Aktivitäten im Gesundheitsbereich in ihrer eigenen Kommune. Die Gemeinde waren Instrumente, um ihre spezifischen Gesundheitsprobleme zu erkennen und mit zur Lösung beizutragen. Gleichzeitig werden durch Konzeption auch von oben in die Gemeinde hineingetragen. Die Gesundheitsbrigadisten, ehrenamtlich, unbezahlt, bewegen sich vor allem in 4 Themenbereichen. Erstens Erziehung, das war wahrscheinlich ihre Hauptaufgabe. Sie geben das selbst erworbene Wissen in Gesprächen, also Charlas nennt man das in Nicaragua, und Workshops weiter, um die Gewohnheiten der Bevölkerung zu ändern. Sie dienen als Multiplikatoren im Bereich Gesundheitsvorsorge. Sie informieren das lokale Medizinpersonal über Krankheitsfälle, bekommen andererseits von diesem Personal wieder Fortbildung. Wichtig auch Prävention und Hygienemaßnahmen, Impfkampagnen. In Nicaragua wird bis 1990 eine Deckung erreicht, ungefähr, die pendelt zwischen 83% und 90% der Kinder werden geimpft. Und das organisieren zum großen Teil die Brigadisten auf kommunaler Ebene. Umwelthygiene, ein ganz wichtiges Thema in Nicaragua. Nicaragua ist ein tropisches Land und ein Müllhaufen kann sofort zum Vektorenfeld werden für also unzählige Krankheiten. Auch lernen sie Minimalversorgung von Patienten, Erste Hilfe, einige Medikamente einsetzen,
wichtig, die Behandlung von Kindern und Jugendlichen, was die Durchfallerkrankung anbelangt, eben diesen Einsatz von Rehydriersalz. Später lernen sie dann noch etwas in Katastrophenbereichen aktiv werden zu können. Und dann lernen sie Statistiken so ein bisschen, um zu wissen, was ihnen in der Kommunion los ist. Die Hebammen waren zuerst im sanistischen System verpönt, dann wurden sie anerkannt und vor allem auf Druck der WHO weitergebildet und spielen eine ganz wichtige Rolle im sanistischen Gesundheitssystem. Sie werden örtlich als Ehrenpersonen gesehen, haben Fachautorität und sie machen die meisten Geburten, obwohl die Tendenz dahingehend hätte sollen, die Geburten in Krankenhäusern zu machen, was überhaupt nicht realisierbar war. Das Ganze ging noch nicht ganz so einfach, wie das jetzt sich anhört. Da wurde vor allem gegen Vorurteile gekämpft. In Nicaragua herrschten ganz merkwürdige Geschichten in den Köpfen der Leute. Zum Beispiel, dass eine Frau, wenn sie ein Kind geboren hat, erstmal fasten muss, was völlig widersprüchlich ist zu ihrer Aufgabe als stillende Mutter, um sich zu reinigen. Und das sagt dann im Grunde genommen, dass eine Geburt was Negatives sei. Ja. Brustnahrung zum Beispiel war verpönt, das machen nur die Armen. Gut ist Pulvermilch importieren und dem Kind geben. Ja. Aber auch ganz merkwürdige andere Sachen, zum Beispiel Orangen, wenn man das Vitamin Orange zu sich nimmt, dann stockt einem das Blut. Das haben so die Plantagenbesitzer, die Zitrusfrüchte anbauen, verbreitet, damit die Leute die Orangen nicht klauen, ganz einfach. Und ähnliche Dinge mehr. Ja, und gegen das musste der Brigadist dann ankämpfen. Und das war für ihn also wahnsinnig schwierig, diese Vorurteile erstmal langsam zu beheben. Was am meisten aber die Schwierigkeit war, war 84 bis 90 der Krieg. Im Krieg waren ungefähr betroffen, direkt oder indirekt, 600.000 Personen im Land. Nicaragua hat damals gehabt rund 4 Millionen Einwohner, nicht mehr. Ja, und da kann man sehen, was eine gewaltige Auswirkung dieser Krieg auf niederer Ebene, hat das geheißen damals, gehabt hat. Obwohl es niedere Ebene war, hat so viele Leute betroffen. Verletzte, Tote, traumatisierte Personen und Flüchtlingsbewegungen. Leute mussten in Konfliktgebieten ihre kleinen Finkas verlassen. Die Regierung musste sie irgendwie unterbringen, ernähren und ähnliches mehr. Und es mussten über 100 Gesundheitseinrichtungen, darunter auch noch Spital, geschlossen werden, weil sie immer wieder Angriffsziele von Contras waren. Aber trotzdem, und das ist meine Zusammenfassung, die 80er Jahre waren ein ganz gewaltiger, qualitativer Sprung in Nicaragua, was den Gesundheitsbereich anbelangte. Nicaragua hat, ich würde sagen, in 10 Jahren das aufgeholt, was in 300 Jahren vorher nicht machbar war. Ich könnte noch etwas erzählen, was dann später passiert ist und was heute passiert, aber das überlasse ich Ihnen dann in den Fragen. Thank you, Walter. I mean,
Nicaragua really stands out for the pace of change, for the pace of improvement. I mean, really, we normally say that primary health care is a long-term endeavor and that the results take time, and that's why we need sustained commitment. But Nicaragua really shows that change can actually be achieved very rapidly. Time is passing, so I'm just going to quickly sum up and then open the floor to questions. When we do have the questions, we will pass a microphone around, and if you could please speak into the microphone so that the translators can translate for the panel. I think what all of the presentations this morning have shown is, firstly, that health is politics, that health is political struggle. And this is my first visit to Germany, but it's perhaps good to reflect on a quotation that is from near here. Rudolf Virchow, who in the mid-19th century said that medicine is a social science and that politics is nothing but medicine writ large. Now, he was a doctor, so he thought everything was medicine. Now we might reflect that he should have said health. But you get the point, right? And so Thomas has reviewed the political changes that led to Alma Ata and also what has laid in the obstacles to it realizing that ambitious vision of health for all, health as a human right. Professor Wang has shown us that in China also there was rapid progress and that then there has been really stagnation in a sense that economic development and health development changed places in some ways, although there was economic development in the Mao era as well. And that there are encouraging signs, and that those changes are related to structural and political changes in the way that society has been organized. And then Walter has very movingly shown us that a change in the way a struggle, a mobilization of all sectors of society led to these incredible improvements in health. And then there were further political obstacles, but even so, and even with the challenges that Nicaragua has seen, ever since the Sandinistas came to power, many of those health improvements have been sustained. And so finally, it's again to reflect that, as Walter said, health is often the domain of health ministries, of doctors, of nurses, of clinicians, but that really, whilst curative medicine has an important role and people seek that the most important changes that happen that really improve health come from beyond the narrow healthcare sector, that health is much more than medicine, it's much more than doctors, it's much more than nurses. It's a whole of society effort that actually creates genuine and real change. So with those very interesting presentations, I'm sure you must have some questions, and I'd like to open the floor now to perhaps you'd like to identify yourself, identify who your question is aimed at, and then give us your question. Ja, ich bin Jonas Oesper aus Leipzig, Medizinstudent. Ich würde gerne direkt darauf eingehen, dieser Vergleich, dass Nicaragua dass sozusagen was Nicaragua heraussteht, war, dass es so schnell ging. Darauf würde ich gerne nochmal eingehen in der Hinsicht, wie weit ging es in Nicaragua deswegen so schnell, weil da so eine große internationale Solidarität dahinter stand? Oder inwieweit kann so eine Entwicklung auch aus einem Land heraus selbst erfolgen? Und in der Hinsicht auch noch mal ein bisschen auf China eingehen. Hat in China internationale Solidarität oder überhaupt internationale Zusammenarbeit irgendeine Rolle gespielt? Und wenn ja, welche? Also auf diesen Vergleich würde ich gerne noch mal eingehen. Danke. Eine Frage an den Herrn Schäfer. Er hat es ja so ein bisschen schon angedeutet. Was ist geblieben von diesen, ich sage mal in Anführungszeichen, Errungenschaften der Sandinisten? Ja, das ist meine Hauptfrage. Schütz heißt der Herr Schäfer. Ich habe eine Frage an Herrn Wang, Katja Maurer von Medico International. Was hat denn aber diese Veränderung bewirkt? Ist es ein technokratischer Akt gewesen, der jetzt dazu geführt hat, dass China sich wieder ein bisschen rückbesinnt? Oder was sind sozusagen die politischen Auslöser für diese Veränderung? Also ich habe eine Frage an beiden. Ich bin ein bisschen überrascht in China über den Versicherungsstatus. Wie kommt man zu sowas in China nach dieser Philosophie? Und ich würde gern wissen, wie das eigentlich in Nicaragua ausschaut
braucht es den Versicherungsstatus? Wie funktioniert das einfach administrativ? Ich denke, bei der Runde belassen wir es erstmal. Es gab jetzt einerseits eine interessante Frage mit Blick auf die Vergangenheit nochmal. Welche Rolle spielte die internationale Solidarität? Die Frage möchte ich gerne an Sie beide weitergeben. Und dann beschäftigen wir uns nochmal mit der Frage, was ist daraus geworden? Was ist geblieben bis heute? Was haben die Veränderungen bewirkt? Und zuletzt dann die Frage nach dem Versicherungsstatus. Möchten Sie beginnen? How the people in China get insurance? China is a huge country, and there's a very deep divide between urban and rural. So people in rural China get insurance in a different way from the people in urban China. In urban China, if you're employed in the formal sector, you get healthcare insurance. So you have to contribute money, your employer also contributed to the money to the health insurance. It's a government run insurance. That's not for the formal sector employee. And for the family member, in the past decade, there's no insurance for them. They have to buy private insurance. Now, starting from 2005, 2006, government began to promote the social insurance for the family member, informal sector employee, migrant as well in urban China. In countryside, it's still kind of a community base. So each person contributes 10 Chinese yuan a year, and the government supplement a various amount, depends upon the locality. Central government supplement a certain amount of money, local government also supplement a certain amount of money, so altogether that allows them to buy a kind of a community-based insurance. So that's the current situation. Why is this, there has been a change in the recent years? A number of reasons. One reason is the government's physical situation has improved dramatically. As I mentioned, in the 1980s and 1990s, government was simply didn't have much money in their disposal. In 1994, China had overall fiscal reform. So the government's revenue situation improved dramatically. Now the government revenue account for 25% of GDP, so they have more money available. That's one reason. Second, I think it's also a learning process. The government officials as well as the general public realize economic development per se will not improve people's ability to deal with the health issue. Therefore, also, there's an enormous outcry from the public about how expensive the healthcare has become in the 1990s. So this put an enormous pressure on the government to do something. That's why there has been some improvement in the recent years. Lassen Sie mich gleich an diese Versicherungsfrage anschließen. Hinter dem Versicherungskonzept steckt da immer noch diese alte Idee der Solidargemeinschaft. Das heißt, wenn von uns allen hier jetzt eine Person krank wird, dann helfen wir allen dieser Person. Das ist die ursprüngliche Idee. Was daraus geworden ist, ist nichts anderes als ja, ein monetaristisches Monstersystem, das Aktien kauft, das die internationalen Finanzmärkte beeinflusst, was unseren Strompreis unter anderem beeinflusst, ja, den die Versicherungen kaufen, RWE-Aktien zum Beispiel, ja, und ähnliche Dinge mehr. Und die ursprüngliche Idee ist eigentlich weg. Hinter diesem Versicherungsgedanken steckt aber noch was anderes, und zwar diese Idee der Selbstverantwortung. Und das war in Nicaragua überhaupt nicht in den 80er Jahren die Frage. Was kann ein armer Bauer, der also am Tag von einem Dollar vielleicht lebt, was kann der noch groß selbst verantworten?
ja, dass es sein Bewegungsspielraum ist, also sehr niedrig. Und es waren eben nur 20% und weniger versichert. Wenn man sich eh um die 80% kümmern muss, dann sagt man, was soll das Ganze? Ja. Wir werden da kein privilegiertes System für 20% schaffen, sondern es gibt ein einheitliches Gesundheitssystem. Die Frage ist nicht jetzt, was ist geblieben? Und diese Frage zu beantworten ist höchst kompliziert. Und zwar deswegen, weil sich seit 15, 16, 17 Jahren in Nicaragua im Gesundheitsbereich ein Verwirrspiel abspielt. Das ist eine ganz merkwürdige Gemengelage. Ein System kann man zerstören, man kann es verstören oder kann es sich selbst erneuern lassen. Wir haben erfolgreich das praktiziert. Wir haben also bis 99, bis vor kurzem in einer Post-Mitch-Gemeinde praktiziert, die Selbsterneuerung, immer wieder Selbsterneuerung dieses integralen Gesundheitssystems. Ist möglich in Nicaragua. Auf der anderen Seite haben wir ein Gezerre an diesem System erlebt. Nicht, da kommen dann also Weltbank und Weltwährungsfonds und sagen, die Staatskosten müssen gesenkt werden. Strukturanpassungsmaßnahmen nennt man das dann nicht. An was angepasst wird, weiß kein Mensch. Das führt dann dazu, dass also der Staat, das Ministerium, nur Normfunktionen hat. Also das gibt nur noch dann einen Wust von Dekreten und Gesetzen heraus, das dann irgendwo anders durchgeführt wird. Das Ministerium selber in seiner Spitze exekutiert nicht mehr. Das ist passiert. Was aber auf der anderen Seite passiert ist, ist der Mittelbau. Die Regionen, die dann später umbenannt worden sind in Celais, Sistema Integral de Salud, dass die massiv gefördert worden sind von eben Leuten, die aus dem sanitistischen Gesundheitsbereich kamen und die man ja nicht einfach so wegschicken kann. Die blieben einfach. Und da gibt es ein anderes Phänomen, was man auch nicht vergessen darf. Wenn sowas mal erfolgreich läuft, da kann man das nicht ausknipsen so einfach, wie man hier den Strom ausschalten kann. Soziale Bewegung kann man nicht ausknipsen. Soziale Bewegung, auch wenn die Regierungsmacht wechselt zu einer neoliberalen Regierung, dann läuft da immer noch was weiter. Ja? Und es ist heute selbstverständlich, auch wenn der Name geändert worden ist, dass es den Gesundheitspromotor gibt im ländlichen Raum. Und sobald heute Nichtregierungsorganisationen, nationale, internationale, dieses Programm wieder fördern, sind sofort Leute da und machen da begeistert mit. Es gibt nur ein Problem. Wenn ich ein Land mit der Priorität, monetaristisch zu agieren, obwohl dieses Land arm ist und es gar nicht kann, aber diese Ideologie da immer wieder groß hervorgehoben wird, dann wird es schwierig, Leute ehrenamtlich als Hebammen, als Gesundheitsarbeiter arbeiten zu lassen. Die wollen was dafür haben. Weil eben alles bezahlt werden muss. Ja, alles wird gekauft und verkauft, alles ist verkäuflich und käuflich. Und diese ganze Geschichte hat natürlich Auswirkungen. Aber wie gesagt, falls da Elemente da sind in Nicaragua, die diese Werte aus den 80er Jahren im Gesundheitsbereich verwirklichen wollen, geht das. Wir haben das erfolgreich praktiziert und praktizieren es im Augenblick auch wieder. Wir haben zum Beispiel in einem Projekt im Augenblick bei Leon 24 Gesundheitspromotoren, die immer besser werden. Ja, also von Tag zu Tag und immer mehr lernen und die kriegen nichts bezahlt. Ja, und fragen auch nicht danach. Es ist eine ganz merkwürdige Situation, dass wir einerseits Weltwährungsfonds, Weltbank haben, die also das Ding zerstören wollen. Wir haben Mittelbau, der bestimmte Sachen weiter realisiert. Zum Beispiel die Impfung von Kindern liegen zwischen 90% und 95% weiterhin. Ja. Wir haben, was so die epidemischen Zahlen anbelangt, ähnliche Zahlen wie in der sanitistischen Zeit. Ja, das also gab es keine dramatischen Veränderungen. Aber eben, wie gesagt, das Ganze vom Mittelbau nach unten einigermaßen weiter funktioniert.
Jetzt haben wir seit 10. Januar eine sandinistische Regierung. Also es ist falsch, wie ich das gesagt habe. Das ist keine sandinistische Regierung, es ist eine Ortega-Regierung und eine Frau-Ortega-Regierung vor allem auch. Und trotzdem wird versucht, diese alten Ziele wieder zu aktivieren. Ich habe vor einer Woche mit dem Minister gesprochen, den ich aus 80 Jahren kenne. Der war damals Regionalbeauftragter in Esteli. Und der hat mir so einigermaßen geschildert, für was sie stehen. Eben weil dieser Druck von außen kam, vom Weltwährungsfonds und der Weltbank, ist das ganze Gesundheitswesen eigentlich, was die Infrastrukturmaßnahmen anlangt, völlig verkümmert, verschlammt, kaputt, ernährungsbedürftig. Das ist ein Sachverhalt. Und er sagte mir, sie hätten ein Defizit von mindestens 50% zwischen dem, was sie machen müssten und was sie machen können zurzeit. Aber das Erste, was sie gemacht haben, waren 250 Hilfskrankenschwestern auszubilden und Hilfskrankenpfleger, die wieder die Rolle des Basisgesundheitsdienstes übernehmen sollen. Die werden im Februar fertig und kommen dann also im, dann kommt die nächste Generation bereits wieder dran. Also da bewegt sich wieder was. Was nicht wieder eingeführt werden soll, ist NOS. Was eingeführt worden ist, ist wieder das Versicherungssystem. Eine ganz merkwürdige Geschichte. Sind wieder fast 20% nur versichert. Darunter interessanterweise auch mal die Hausmädchen. Das ist Pflicht mittlerweile. Und aber irgendwas stimmt da nicht. Und zwar deswegen, weil die Mediziner einerseits im öffentlichen Gesundheitsdienst arbeiten, andererseits im privaten. Und dann in den Krankenhäusern, öffentlichen zum Teil Privatmedizin betrieben wird, im OP Privatpatienten operiert werden, beim Patienten abkassiert wird, das Krankenhaus kein Pfennig sieht, sondern der Arzt das einsteckt. Es sind ganz merkwürdige, korrupte Dinge da am Wirken, am Laufen. Zurück zum eigentlichen Ausgangspunkt der Frage, bin gleich fertig. Solidarität, internationale, ja sicher. Das war in Nicaragua ganz entscheidende Komponente, ein entscheidendes Element. Auch das Gesundheitssystem als Basic Health System kam von außen. Das kam von der WHO, von OMS, OPS. Und die internationale Solidarität spielt eine ganz wichtige Rolle. Da gibt es keinen Zweifel. Ja. Danke, Walter. Also da wir uns ja für heute Nachmittag noch zur Aufgabe gemacht haben, über eine neue globale Gesundheitsbewegung nachzudenken und deswegen es wichtig ist, so nochmal die Voraussetzungen auch aus der Vergangenheit zu verstehen, würden wir gern Herrn Wang auch nochmal bitten, die Frage des Kollegen hinten zu beantworten. Welche Rolle hat internationale Unterstützung, internationale Solidarität gespielt? Und danach wird dann Thomas nochmal auf die